Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien heute wichtig werden. Ihr bedenkt bitte, es ist immer eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit ihren Resonanz gehen. Wir beginnen mit dem normalen Tarot. Da zeigt sich hier schon einmal die 9 der Schwerter. Hier haben wir den Ritter der Kelche. Der Herrscher. So, dann zeigt sich hier die 3 der Münzen, die 4 der Münzen und an der Unterseite auch sehr schön der Stern. So, okay, also du könntest den Tag so ein bisschen mit Ängsten und Sorgen stehen. Ne? Die 9 der Schwerter übrigens auch gestern in der Tagesbotschaft gefallen, 2-mal sogar. Das sind immer Ängste und Bedenken, Schuldgefühle, ja, so eine unruhige Stimmung in dir, die aber meistens unbegründet ist. Und es kann sich hier um eine Angst oder Unsicherheit handeln, wenn es um das Thema geht, etwas zu verändern. Zu verändern, etwas in eine höhere Ebene zu bringen. Du könntest damit rechnen, aber das ist nur, du rechnest nur damit, ne? Also real ist es nicht. Du rechnest aber eigentlich damit, dass etwas nicht funktioniert, dass etwas sich anders entwickelt, als du es dir vielleicht gewünscht hast. Oder du hast sogar Angst, weil sich etwas gut entwickelt hat, etwas stabilisiert hat, etwas weiterentwickelt hat, dass das wieder in die Brüche gehen könnte. Du vertraust vielleicht aktuell oder am heutigen Tag, aber ihr wisst ja, Zeit ist fließend, vertraust du dem, da kann man sagen, Frieden oder dem Guten nicht. Ne? Wir haben hier mit dem Stern nämlich wirklich einer der 3 Schutzkarten im Tarot und der Stern steht immer für eine wahnsinnig tolle Zukunftsperspektive, für Wunscherfüllung, für Klarheit. Ja, einfach etwas, was sich gut anfühlt. Du bist hier beschützt. Und der Ritter der Kelche ist eine Energie, die sagt, da ist Emotion im Spiel. Ne? Also irgendetwas fühlt sich hier eigentlich gut an. Ne? Man kommt dir vielleicht entgegen. Es geht um Einladung, es geht um Liebeserklärung, emotionale Zuneigung. Und mit dem Herrscher wird hier etwas in die absolute Stabilität und Struktur und Klarheit gebracht. Auch mit den 3 der Münzen ist immer die Karte vom Lehrling zum Meister und du bist ein Meisterwerk. Geht es hier darum, etwas zu stabilisieren. Die 4 der Münzen ist so eine Sonnensteinbock-Energie. Du willst hier etwas festhalten, ne? Du willst irgendwo. Das ist nicht unbedingt so die flexibelste Energie. Und du hast hier einfach Angst, dass etwas scheinbar Gutes kaputt gehen könnte oder sich eben anders entwickelt als gedacht. Wir schauen jetzt mal mit den Zusatzenergien, mit dem After Tarot, was hier noch, ja, ne, du rechnest eigentlich schon wieder hier mit den 7 der Stäbe, du rechnest eigentlich schon wieder damit irgendwo kämpfen oder dich durchsetzen zu müssen, dich behaupten zu müssen, für das zu kämpfen, was dir vielleicht wieder jemand nehmen könnte. Also du rechnest hier, wie gesagt, eher schon wieder ja, damit, dass irgendetwas in eine falsche Richtung laufen könnte, dass ja, eigentlich, dass etwas in die falsche Richtung laufen könnte. Wir schauen jetzt mal. Ich hätte gerne noch 2 Karten. Ja, die 5 der Kelche. Hier haben wir die Mäßigkeit und das Rad des Schicksals und an der Unterseite. Also passt auf, ihr Lieben. Solltet ihr wirklich hier in einer Angst sein, mit schon wieder dem Schlimmsten rechnen, mit Enttäuschung, dass ihr euch schon wieder das Worst-Case-Szenario ausmalt und dann denkt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wobei ihr dann wahrscheinlich eher der Meinung seid, ach, ich bin es ja gewohnt. Kann ich euch hier wirklich sagen, ja, hört auf damit, ist immer leicht gesagt, ne? Aber schaut, wo ist die Angst dahinter? Weil
In der Situation, um die es hier geht, ist diese Angst tatsächlich unbegründet. Eher sehe ich hier Heilung. Wir haben die Sternenergie, wir haben die Mäßigkeit, wir haben das Rad des Schicksals mit Heilungsenergien. Das heißt, auch wenn vielleicht in der Vergangenheit immer wieder Enttäuschung und negative Dinge passiert sind, diesmal ist es nicht so. Also auch wenn du hier mit Kampf rechnest und mit Verletzungen, also wenn du hier in der Reisegruppe bist, dann sieh das diesmal wirklich als Chance, absolute Heilung zu erleben. Ne? Also hier gerade auch mit den drei der Schwertern aus dem Eftertarot, eine alte Wunde schließt sich, die Schwerter, die Verletzungen gehen in den Verlust und ja, eine Wunde heilt. Es könnte hier natürlich auch etwas sehr schnell gehen, womit du vielleicht so auch nicht gerechnet hast. Oder etwas, wofür du lange gekämpft hast, könnte nun in eine wundervolle Richtung gehen und du kannst es in dem Moment überhaupt nicht glauben. Also heute könnte ja wirklich ein Tag voller Heilung sein, voller positiver Momente, Weiterentwicklung, Stabilität, Wachstum. Und etwas geht vorwärts. Etwas könnte klar gemacht werden, festgemacht werden. Ne? So, ja, Wahnsinn. Die Lernaufgabe heute deiner Seele, Empathie. Ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen, aber diese Karte zeigt mir auch immer auf, wenn die fällt, hab Empathie und Feingefühl auch mit dir selber. Und das gibt's ja nicht. An der Unterseite ist die Karte Glück. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also heute könnten hier wundervolle Dinge passieren. Ja, wir haben auch hier zum Beispiel mit den fünf der Kelche aus dem Eftertarot, also wirklich nur Heilungsenergie, ne? Wenn etwas in der Vergangenheit nicht geklappt hat, dann belass es dort. Ne? Schaue, was konntest du aus dieser Situation lernen? Dreh dich um und schau, du hast hier noch zwei volle Kelche. Ne? Also auch wenn sich vielleicht etwas ursprünglich anders entwickelt oder anders entwickelt hat als vielleicht ursprünglich geplant oder gedacht oder gewünscht, es fügt sich. Also irgendwie nehme ich hier ganz viel glückliche Wendungen wahr. Wir haben zweimal die Glücksenergie, den Stern und die Karte des Glücks. Also wundervolle Tagesbotschaft. Rechnet nicht mit dem Schlimmsten. Ne? Also geht da wirklich raus. Rechnet einfach mal ja mit dem Guten. Auch wenn ihr vielleicht immer gedacht habt, ja, wenn ich mal positiv gedacht habe oder so, dann hat das alles immer nicht funktioniert. Das Rad des Schicksals dreht sich aktuell in deine Richtung zum Positiven. Und nimm dieses Geschenk hier einfach an. Ne? Es könnte halt auch, wie gesagt, wenn du vielleicht auf Nachrichten von jemandem wartest oder ja, es wird hier irgendetwas aktiv, es kommen Nachrichten, Bewegungen. Also hier wandelt sich ganz klar eine Situation. Und es geht hier wirklich in erster Linie um Stabilität und Weiterentwicklung. Und positive Wendung, mit denen du vielleicht aktuell noch überhaupt nicht rechnest. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.